Anfang März trafen sich rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Partnerbetriebe sowie Vertreter aus Industrie- und Großhandelsunternehmen zum diesjährigen Celsio-Kongress im österreichischen Lengenfeld. Da dachten die meisten sicher nicht im Entferntesten daran, dass man vorerst zu den letzten Gästen im Ötztal zählen würde. Denn die Corona-Krise war da noch gefühlt in weiter Ferne. Vorab, die Teilnehmer sind 2 Wochen nach ihrem Aufenthalt wohl alle virusfrei geblieben, so die Celsio-Geschäftsstelle auf Nachfrage. Und so standen 2 große Themen für die Mannschaft um Geschäftsführer Bernd Stöhr im Mittelpunkt des Kongresses. Rekrutierung von Azubis und Mitarbeitern sowie die Markenbildung für die Celsio-Partner vor Ort. Mit über 250 Handwerksbetrieben sind Celsio-Partner inzwischen bundesweit vertreten. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir mittlerweile in jedem Bundesland in Deutschland mit Celsio-Mitgliedern vertreten sind. Das Wachstumsziel, ein klares Wachstumsziel haben wir dort nicht. Es geht uns darum, hochwertige Betriebe zu bekommen, die besten in Deutschland. Das ist ganz klar das Ziel, was wir uns dort gesetzt haben. Und wir wollen natürlich gerade im Süden, in Baden-Württemberg, in Bayern, auch in Ostdeutschland noch weiter wachsen. Aber es gibt eben auch Regionen wie beispielsweise Berlin, wie in Nordrhein-Westfalen oder eben auch im Norden, wo wir eigentlich schon keine neuen Mitglieder mehr aufnehmen, weil wir dort eine sehr hohe Konzentration an Betrieben haben. Und das ist eben die Strategie für die nächsten Jahre. Wachstum im Süden und im Osten. Die klassischen Themen der Partnerbetriebe sind bekannt. Das wichtigste Thema für unsere Mitglieder ist im Moment, Mitarbeiter zu finden, Auszubildende zu finden. Und dort haben wir ja mit dem neuen Modul Jobs etwas, was wir ja den Mitgliedern zur Unterstützung zur Verfügung stellen. Und das andere Thema ist eben wirklich der Umgang mit den Medien, mit Social Medias, wo wir sie unterstützen. Das Geschäft läuft ja Gott sei Dank gut. Und diese Randbereiche sind eben die Themen, die nicht zu den Kerngeschäften unserer Mitglieder gehören. Und da wollen wir sie als Kooperation unterstützen. Der Handwerksbetrieb als Marke, das ist Thema von Katharina Scholz. Sie forciert es seit 10 Jahren für die Celsio-Partner. Also eine eigene Marke zu sein, ist schon immer regional total wichtig. Und jetzt, wenn wir immer mehr über Online-Marketing sprechen, das heißt also im weltweiten Netz, wo auch Global Player mit dabei sind, ist es umso wichtiger, regional eine eigene Marke aufzubauen. Die Partnerunternehmen sollen dennoch ihre Individualität im regionalen Umfeld behalten. Wir haben eine Webseite programmieren lassen, wo wir die Möglichkeit haben, unsere Partner ganz individuell darzustellen. Sei es in dem Logo oder in der Farbwelt, die sich der Fachbetrieb begibt, oder in seinen eigenen Texten, Bildern und so weiter. Also er kann sich ganz individuell darstellen. Und informative Inhalte sollten für die Endkunden auf diesen Internetseiten zu finden sein. Wir bewegen uns ja heute eben fast nur noch online. Wir haben auch in unseren Vorträgen gehört, 80% der Endkunden suchen erstmal online nach Heizung, Sanitär, was auch immer deren Bedürfnisse ist. Und das müssen wir, und diese Bedürfnisse, die der Kunde an uns stellt, an den Fachbetrieb, müssen wir eben auch erfüllen. Und wenn jeder Einzelne einen Online-Konfigurator, also einen Online-Preis-Vergleichstool programmieren lassen wollte, dann wäre das natürlich mit einem hohen finanziellen Aufwand verbunden. Deswegen stellen wir als Kooperation, programmieren wir das einheitlich, und unsere Kunden oder unsere Fachbetriebe, die am Modul Marke teilnehmen, die dürfen oder die können ihre eigenen Preise in diesen Online-Konfiguratoren hinterlegen, und somit bekommt der Endkunde, wenn er auf der Webseite ist, den Preis unseres Fachbetriebes zu sehen. Der Internetauftritt ist das Aushängeschild, also die Visitenkarte des Handwerksbetriebes und damit auch für die mögliche Gewinnung von Mitarbeitern und Auszubildenden. Die Webseite muss ein eigenes Karriereportal sozusagen haben, also einen eigenen Navigationspunkt. Das ist in dreierlei Hinsicht total wichtig. Erstens stellen Sie sich als Fachbetrieb vor, also unsere Fachbetriebe stellen sich eben mit all ihren Vorteilen und ihrem individuellen Mitarbeiter-Benefits vor. Dann ist ganz wichtig, dass jeder oder die Jobs ganz einfach zu finden sind und auch der Jobsuchende ganz einfach das findet, worauf er, was gerade sein Bedürfnis ist. Also ein Praktikant möchte sofort zu den Praktikumsstellen gehen und ein Jobsuchender möchte auch keine Ausbildungsstelle finden, sondern direkt ein Stellenangebot finden.
Das Modul Jobs wurde von Florian Abeck maßgeblich betreut. Ja, also ich denke, es gibt für die SAK-Branche eine ganze Reihe von Anknüpfungspunkten, die man nutzen kann. Wenn man jetzt mal guckt, wer da gesuchte Gruppen sind, dann haben wir ja einmal das Thema Berufseinsteiger, also Schüler, Jugendliche, die, wo es darum geht, sie für die Ausbildung auch im SAK-Bereich zu begeistern. Und dann natürlich auch die Fachkräfte, die ja häufig schon Erfahrung haben im SAK- oder TGA-Umfeld. Und diese Gruppen müssen teilweise auch unterschiedlich angesprochen werden. Also es ist so zum Beispiel, dass ja kaum eine Branche diese Themen, die aktuell sehr emotional im Fokus stehen, wie Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Wohnraum schaffen, leistbarer Wohnraum, so glaubwürdig und gut besetzt werden können wie von den SAK-Betrieben. Mit diesem Modul möchte Celseo bei der Mitarbeitergewinnung vor allem eine zeitgemäße Unterstützung zur Verfügung stellen. Also im Modul Jobs haben wir insgesamt 4 verschiedene Bausteine, die von den Mitgliedern je nach Bedarf total flexibel gebucht werden können. Wir haben das Thema Vermarktung über Online-Jobbörsen drin, was wichtig ist, damit mehr Leute auch auf die Angebote unserer Mitglieder aufmerksam werden. Wir haben umfangreiche Beratungsleistungen mit drin, auch das Thema Social-Media-Ads über Facebook, Instagram und YouTube, was insbesondere für die junge Zielgruppe sehr interessant ist, mit drin. Der wichtigste Baustein in diesem Bereich ist die Kampagne. Hier haben wir einen renommierten Partner, der uns dabei unterstützt hat. Das ist die Agentur Scholz & Friends, die auch für die Handwerkskammer die Das Handwerk-Kampagne entwickelt hat. Die hatte ja damals aber einen anderen Fokus, nämlich das Handwerk eher wieder ins Gedächtnis der Menschen zu bringen, so nach dem Motto, die Wirtschaftsmacht von nebenan. Wir haben uns verschiedene Agenturen angeguckt und haben in Scholz & Friends einen guten Partner gefunden, um diese Botschaften und Themen, für die die SAK-Branche glaubhaft steht und die emotional belegt sind bei der Zielgruppe, wie Klimaschutz, Nachhaltigkeit, leistbarer Wohnraum, aber auch Motive für Fachkräfte, wie das Thema, wir bieten mehr Größe, Perspektive, Entwicklungsmöglichkeiten, mittels einer Kampagne dann auch sichtbarer zu machen und auch für mehr Aufmerksamkeit unserer Betriebe zu sorgen. Wir haben Handwerksunternehmer gefragt, warum sie die Partnerschaft mit Celseo schätzen. Ich denke, dass das Dienstleistungsprogramm, diese Module ständig wachsen und immer wieder angepasst werden an die Notwendigkeiten. Sicherlich ging es damit los bei der Erstellung einer Homepage und einer Pflege einer solchen professionellen Homepage. Das ist dann der Heizungskonfigurator gewesen und verschiedene Dinge, die immer wieder aktualisiert werden. Nun am Anfang, als ich vor circa 6-7 Jahren Mitglied wurde, hatte ich mich zunächst auch ein wenig, ich denke mir mal, mich gefragt, was die Partnerschaft mit Celseo bedeutet. Und ich denke, ein Jahr später hat sich das eigentlich herausgestellt, nachdem ich einige Seminare und Workshops mitgemacht hatte und hatte erlebt, dass es unheimlich wichtig ist und auch richtig ist, mit unterschiedlichen Unternehmen am Netz zu werken. Ja, und das ist sicherlich einer der Gründe, warum es so ist. Abgesehen davon ist es so, dass jetzt sich nach fast 7 Jahren oder 6 Jahren herausgestellt hat, dass Bernd Stör mit seinem Team im Prinzip es geschafft hat, mir Möglichkeiten zu geben, die ich alleine als Unternehmer gar nicht hätte. Die hat man letztendlich nur im Verbund. Und ob das, was heute oder gestern vorgetragen wurde, ob das über Arbeitgebermarke oder Marketing ist, das ist für mich super interessant, weil alleine kann ich das nicht ableisten. Und wie wichtig ist tatsächlich das Thema Mitarbeitergewinnung? Wir müssen immer mit der Zeit gehen. Wir müssen sehen, dass wir unsere, angefangen von den Projektleitern, aber auch die Azubi, und wir nutzen auch diese kompletten Angebote, Azubi-Camp, Projektleiterschulung. Und ich glaube, dass es immens wichtig ist, da weiterhin auf Ballhöhe des Geschehens zu bleiben. Ja. Wir haben 13 Auszubildende, verteilt auf alle Lehrjahre. Wir bilden aus in Anlagenmechaniker, Sanitär, Heizung, Klima, sowie auch den Mechatroniker für Kältetechnik. Also wir haben 16 Auszubildende, pro Lehrjahr haben wir 4 Auszubildende. Und das heißt jetzt 12, weil die 6 sind gerade, 4 sind gerade, haben ihre Prüfung bestanden. Ja, aber im August kommen wieder 4 oder 5. Das ist ein Riesenthema. Fachkräfte ist ein Riesenthema. Der Mangel ist jetzt bei uns noch nicht so angekommen. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, weil man hier eigentlich so Perspektiven aufgezeigt bekommt bei Celseo letztendlich, sich da etwas anders drum zu kümmern als viele andere Wettbewerber und sich zu einer Arbeitgebermarke zu machen. Und ich denke, wir stecken da in den Anfangsschuhen, sodass Mitarbeiter
auf mich zukommen. Ja, das ist natürlich ein Vorteil. Welche Gründe sprechen von Seiten der Vertreter aus Industrie und Großhandel dafür, an solch einem Kongress teilzunehmen? Also ich versuche eigentlich bei jedem Kongress dabei zu sein, weil das einfach eine tolle Gelegenheit ist, die Mitglieder von Celseo und auch die Lieferantenpartner in einer ganz ungezwungenen Atmosphäre kennenzulernen. Celseo ist für die August Brügge GmbH eine ganz wichtige Partnerschaft und die leben wir schon seit 7 Jahren. Und ich nutze dieses Mal persönlich die Gelegenheit, an diesem Kongress teilzunehmen, weil ich, wie Sie wissen, seit 1,5 Jahren für Brügge verantwortlich bin und es die erste Art von Veranstaltung ist, die ich persönlich hier mit begleiten kann. Ja, wir sind ja wie gesagt einige Jahre dabei und aus der Historie kann ich sagen, dass ich persönlich und auch die Elmer Gruppe nie ein Fan von Einkaufskooperationen oder Gemeinschaften waren, sind aber dann seinerzeit motiviert worden, eingestiegen und hatten die Möglichkeit dann auch zu starten und ich muss sagen, seitdem wir dabei sind, geht das Konzept für uns auf. Also seit der Startphase haben wir kontinuierliches Wachstum, wir haben viele neue Kunden kennengelernt, wir haben eine sehr, sehr gute Geschäftsentwicklung in der Zeit. Vor dem Hintergrund muss ich sagen, um die Frage zu beantworten, wir sind zufrieden. Was zeichnet die Zusammenarbeit aus? Es gibt ja weiterhin auch den Wettbewerb zu anderen Unternehmen. Also wir arbeiten seit circa 6-7 Jahren mit Celseo zusammen und ich muss sagen, dass die Zusammenarbeit wunderbar ist und auch wirklich wirtschaftliche Früchte trägt. Auch wenn irgendwas mal nicht so funktioniert, ist eben auch dann die Geschäftsstelle von Celseo da, die interveniert kurzfristig, sagt, wo es hakt und da kann man viele Dinge ganz frühzeitig lösen und lenken. Besonders auszeichnend tut diese Zusammenarbeit sicherlich der Austausch unter den verarbeitenden Kollegen, weil wir reden hier über Handwerker unterschiedlicher Unternehmensgrößen, die sowohl im Objektgeschäft als auch im normalen Endkundenbereich unterwegs sind. Und es ist für uns immer wichtig, dass wir mal die Ohren auf die Gleise legen und nochmal Informationen aus erster Hand kriegen. Ja, wir sind ja, wie gesagt, von Norddeutschland, Kloppenburg bis unten nach Main aktiv, beziehungsweise im Sauer- und Siegerland, also Großraum Nordrhein-Westfalen und Ruhrgebiet. Und natürlich gibt es Überschneidungen mit einigen Partnern, aber dem Wettbewerb muss man sich stellen und es ist auch, glaube ich, ein gutes Konzept zu konzentrieren, also dass die Celseo-Partner die Möglichkeit haben, eine Auswahl zu treffen und nicht festgelegt sind auf einen Partner. Also da sind wir absolut mit einverstanden, ja. Soweit unsere Reportage vom Celseo-Kongress, der vor der Corona-Krise nun teilweise wie ein Zeitzeugnis anmutet. Hoffen wir, dass wir bald alle wieder zu dieser Normalität zurückfinden und solche Veranstaltungen wieder stattfinden. Schön, dass Sie heute dabei waren. Wir sehen uns morgen wieder zu Ihrem SAK TV Markt.